SRT. Leo Schmidt möchte in einer halben Stunde mit seinem Dreidecker starten. Am Sammelplatz erlebt der Modellpilot dann die Überraschung. Der Deutsche ist nicht der Einzige, der das Kampfflugzeug Manfred von Richthofens kopierte. Zwei Italiener haben noch größer gebaut. Absolut gigantisch, dieses Flugzeug. Ich bin 1,70 groß. What scale is it? 7,7. Peso? No, la scala. Nein, one six. Ah ja, okay, 1 zu 1,6. Also er ist im Maßstab 1 zu 1,6 gebaut. Das ist fantastisch. Die Legendary Fighters machen ernst. Die Brüder Sabatschus rüsten sich für ihren ersten Einsatz. Also, wir werden nur links rausstarten in der Reihenfolge, so wie wir sind, auch landen. Daniel, hörst du auch zu? Und rechts rum, nur rechts rum. Keine Rollen, keine Loopings, kein gar nichts. Ja? Soweit verstanden? Nachvollziehbar. Okay, und auch in der Reihenfolge, wie gestartet wird, wird auch gelandet. Und wenn einer ein Problem hat, muss er sagen. Zusammen mit einem halben Dutzend anderer Piloten starten die Legendary Fighters vor staunendem Publikum ihre Luftschlacht. Roland Sabatschus führt im Geschwader seiner Brüder das Kommando. Rechts weg. Entschuldigung. Schön zusammenbleiben, schön zusammenbleiben. Die anderen kümmern uns nicht, wir bleiben hier. Smoke an. Sehr schön, Jungs, das sieht gut aus. Schön, Daniel. Wunderbar, Andreas. Wunderbar. Schön, schön sieht's aus. Schön sieht's aus, Jungs. Schön, 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 schön. Rechts weg. Smoke aus. Rechts weg. Daniel, kommst du uns? Nach den ersten Tiefflugattacken hat der Verband der spielenden Männer seinen ersten Ausfall zu beklagen. Wir landen wieder zusammen, ne? Beim Landemanöver geht eine weitere Maschine eines Franzosen verlustig. Daniel, du als nächstes, ja? Arne, du als nächstes. Souverän landen die Deutschen ihre 4000 Euro teuren Modelle auf der knochentrockenen Graspiste. Die Staffel der Legendary Fighters ist vollständig. Jedoch hat eine Maschine durch allzu realistisches Kriegsspiel Schaden genommen. Wir haben unsere Zusatztanks abgeworfen. Es sind insgesamt 6 Stück. Und ich bin als Letzter geflogen und bin dann durch die Tanks meiner beiden Brüder durchgeflogen. Und dadurch hat es den Propeller zerstört. Es muss ersetzt werden, müssen wir austauschen. Der Tank ist nicht schlimm, das Problem ist der Propeller. Mit dem könnte man nicht mehr fliegen. Nein, nein, das geht nicht mehr. Es sind hohe Drehzahlen, die da stattfinden, hohe Vibrationen. Und die müssen ziemlich ausgewuchtet sein, sonst geht es nicht. Und jetzt sind wir dabei, müssen es erstmal reparieren. Die Blackburn Kangaroo ist eines der interessantesten Vehikel. Das Flugverhalten des Bombers aus dem Ersten Weltkrieg stellt hohe Anforderungen an Pilot Gunter Fiedmeier. Das ist ein ziemlich schwerfälliges Flugzeug, es ist kein Jäger und der will doch gesteuert werden, ne? Über Quer- und Seitenruder und ich bekomme immer einen trockenen Hals dabei, weil das ist erst der vierte Flug, den wir damit machen. Die beiden Konstrukteure haben den Flieger bis auf die kleinste Schraube in Handarbeit nachgebaut. Es hat eine Spannweite von 5,70 Meter, 2 Motoren mit je 2 Zylindern, mit einer Gesamtleistung von etwa 10 PS. Das reicht gerade zum Fliegen. Ein Fluggerät mit Tücken, das musste Ludwig Faber am Vortag selbst erfahren. Das Modell fliegt an sich sehr einfach. Die Schwierigkeit ist die Kontrolle beider Motoren. Und wenn ein Motor aussetzt, dann hat der zweite Motor nicht mehr die Kraft, die Maschine zu retten. Das ist uns leider gestern mit der zweiten Maschine passiert, oder besser gesagt, es ist mir passiert. Ich habe sie gerade noch über den Wald retten können und habe sie dann am Ende doch nicht mehr retten können. Die traurigen Überreste des Schwestermodells liegen hinter dem Zelt des Bruchpiloten.
Es ist noch eine ganze Menge verwertbar. Zum Beispiel die Motorgondeln, die sehr viel Arbeit gemacht haben. Ebenfalls sämtliche Metallteile und Beschläge. Was ist denn genau kaputt gegangen? Ja, er ist auf die lange Nase gekommen, von der nun nichts mehr übergeblieben ist. Außer dieser grobe Teil, die hat wohl den Hauptstoß aufgefangen. Dann sind durch die Masse der Tragflächen sie aus der Halterung hier rausgebrochen. Die Tragflächen sind weitgehend in Ordnung. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Ich denke, wenn ich dabei bin und mein Freund mir hilft, dann sind wir etwa in 3-4 Monaten fertig. Weil viele in La Ferté zum ersten Mal mit ihren Neukonstruktionen fliegen, geht auf dem französischen Acker einiges zu Bruch. Und bei diesem düsengetriebenen Modell erhält das Wort Kampfjet eine völlig neue Bedeutung. Der Mann an der Fernbedienung hat bereits nach 30 Sekunden die Kontrolle über das Hightech-Gerät verloren. Bestürzung im Lager der Piloten. Nur 10 Meter vom bevölkerten Campingplatz entfernt kracht das Modell in den Forst. Da der Jet nur kurz geflogen ist, befinden sich noch immer 2 Liter Kerosin in den Tanks. Nervosität vor Ort. Zurück, zurück, alle zurück. Das ist hier nichts fürs französische Fernsehen. Hört auf. Da gibt's nichts zu sehen. Da hinten spielt die Musik. Macht Schluss jetzt. Was soll das? Immer mehr Schaulustige drängen in den Wald. Die Aufpasser am Wrack geben sich wortkarg. Entschuldigen Sie, was ist denn hier passiert? Überhaupt nichts. War es ein technisches Problem oder ein Pilotenfehler? Nein, was soll das? Ihr müsst das nicht filmen. Warum nicht? Warum, warum? Das ist doch gar nichts. Er ist eben runtergefallen. Jetzt liegt er hier, ganz einfach. Das passiert. Gehört er Ihrem Team oder einem anderen Team? Nein, ich sag da jetzt nichts mehr. Ist es das erste Mal passiert oder hatten Sie solche Probleme schon öfter? Ich antworte Ihnen nicht. Lasst uns das jetzt hier hinten anheben und rausschaffen. Sie wissen also nicht, wie es passiert ist. Das Modell hat nur noch Schrottwert. Die Überreste bleiben für die Trophäensammlung. Französischen La Ferté darf Dreidecker-Pilot Leo Schmidt endlich an den Start. Man fliegt im Trio. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es neben den Italienern einen Franzosen gibt, der ein noch größeres Modell der Fokker gebaut hat. Schmidts 1:2 Modell wirkt dagegen fast zierlich und hat außerdem Probleme mit der Zündung. Die Konkurrenz ist größer und schneller. Noch kein Sprit in den Fackhasern. Während Schmidt sich körperlich ertüchtigt, nutzt der Franzose seinen Heimvorteil. Nach dem Franzosen heben auch die Italiener ab. Nach nervenaufreibenden Startversuchen dann das erlösende Geräusch. Der Motor des Deutschen läuft. So, jetzt müssen wir den Motor warm laufen lassen, vor Betriebstemperatur. Weiter rüber, Matthias. Weiter rüber, weiter rüber. Der Kleinste startet als Letzter. Das Triumvirat ist in der Luft. Komm, Baby, flieg. Wunderbar. Emotionale Ergriffenheit an der Fernbedienung. Nach über 2 Jahren ist der Hesse wieder in seinem Element.
Während Schmidt die ersten Runden dreht, setzt der Franzose bereits zur Landung an. Eine tückische Böe wurde dem Franzmann zum Verhängnis. So, jetzt wollen wir mal sehen, einen tiefen Überflug machen. Der Deutsche findet zur alten Form. Die Italiener wollen zurück auf die Erde. Schmidt beobachtet das Manöver der Konkurrenz. Ist genau passend, kommt wunderbar vor Kopf. Motor ist aus, Achtung. Ist die Piste frei, Matthias? Jetzt setze ich zur Landung an. Die französischen Organisatoren drängen zur Eile. Der Deutsche muss runter, obwohl der Wind ungünstig steht. Ich musste noch mal durch, ja. Dann folgt der zweite Landeversuch des Dreideckers. Das war die typische Dreideckerlandung. Perfekt. Es hat riesen Spaß gemacht, nach der Überarbeitung des Dreideckers das Fluggerät jetzt wieder in der Luft zu sehen und mit den Kollegen, mit dem Großen zusammenzufliegen. Schön, richtig schön. Haben Sie gesehen, dass die ein bisschen Malheur hatten? Ja, und das macht einen, wenn man dann fliegt, etwas nervös. Da steigt ein Motor aus, da steigt ein Motor aus und dann überlegst du, geht dein Motor weiter. Aber wir haben gesehen, der Motor lief perfekt durch. Also gut gearbeitet, es hat top. Geil. 5 Minuten und 22 Sekunden Flugzeit. Für Leo Schmidt hat es sich gelohnt. Der Schweizer Peter Hartmann fliegt seine teuren Sammlerstücke nicht selbst. Er lässt fliegen. Für die perfekte Flugshow hat er Landsmann Andreas Lütti, den amtierenden Weltmeister im Modellflug, verpflichtet. Es ist sehr windig. Über dem Wald sind Turbulenzen. Versuch mal trotzdem einen Looping. Kenntnisreich und aus der zweiten Reihe beobachtet Hartmann die Manöver seines Angestellten. Wenn er gegen den Wind fliegt, verliert er natürlich viel Geschwindigkeit. Aber sonst scheint Wind für so ein Großflugzeug gut, gerade zum Starten und Landen. Doch selbst für den Weltmeister ist der Wind zu stark. Normalerweise fliege ich so 2-3 Meter über den Boden, aber das war jetzt nicht möglich. Das wäre dann zu viel Risiko. Das Flugzeug ist 100 Kilo und hat sich doch stark bewegt. Sonst kommt er wie ein Brett durch den Wind. Also es ist im Moment schwierig zum Fliegen. Deshalb baut man ein wenig Sicherheit ein. Sicherheit heißt für andere einpacken. Der Wind kommt schräg, wir haben Crosswind, das ist zu stark und ich habe Angst, dass ich den Dreidecker kaputt mache. Also wir wollen abbauen und nach Hause fahren. Das hat heute keinen Wert. Kein Dreidecker weg da heute. Ich hätte gerne noch mal geflogen, aber leider geht's nicht. Im nächsten Jahr will Schmidt wiederkommen. Dann mit einer Maschine von 6 Metern Spannweite.